Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Gespräch mit Jakob Losowick in Jerusalem. Ich freue mich über die große Resonanz. Die hat, das sage ich jetzt schon mal, Jakob aber auch verdient. Ich gehe davon aus, dass viele, aber eben doch nicht alle Jakob Losowick kennen. Deswegen eine kurze Vorstellung seiner Person. Jakob ist in Deutschland geboren worden als Kind einer US-amerikanischen Soldatenfamilie mit Wurzeln in Osteuropa, ist in den USA aufgewachsen und ist dann zum Studium der Geschichte nach Israel gegangen und ist dort geblieben. Hat zunächst als Lehrer gearbeitet. Ich habe ihn kennengelernt als Pädagogen in Yad Vashem, in der Gedenkstätte, wo er 1992 den ersten Kursus für deutschsprachige Vermittler gegeben hat. Und das war für mich und ich weiß auch für andere ein entscheidender Anstoß, mich vertieft mit jüdischer Geschichte und Israel zu beschäftigen. Nach der pädagogischen Arbeit hat Jakob 14 Jahre das Archiv von Yad Vashem geleitet, bevor er dann 2007 für 10 Jahre Leiter des Staatsarchivs Israel gewesen ist. Heute arbeitet er neben vielen anderen Dingen an einem großen internationalen Forschungsprojekt über die Geschichte der jüdischen Siedlung im Westjordanland. Und ich möchte von seinen Büchern zwei nennen. Einmal seine Promotionsschrift Hitlers Bürokraten, Eichmann, seine willigen Vollstrecker und die Banalität des Bösen. Und aber auch das Buch Israels Existenzkampf, eine moralische Verteidigung seiner Kriege, aus dem Jahr 2006, das leider immer noch sehr aktuell ist. Und wenn es um die Geschichte Israels und die Geschichte der militärischen Auseinandersetzung geht, nehme ich das immer noch zur Sicherheit zur Hand. Neben seiner Arbeit als Historiker und Archivar hat Jakob immer auch die laufenden Ereignisse kommentiert. Lange Zeit mit seinem Blog, dann nannte sich Losowicks Ruminations, also irgendwie so eine Art zweites Nachdenken über die Dinge. Seit dem 7. Oktober hat er das wieder aufgenommen in der Form von Briefen, alle 2-3 Wochen, die er an Interessierte in aller Welt verschickt. Sein Übersetzer und sozusagen sein Verstärker in Deutschland ist Herr Kranstöver in Hamburg, den ich, glaube ich, auch schon gesehen habe. Herzlich willkommen. Wenn Sie die Briefe Jakobs bekommen wollen, schreiben Sie einfach Herrn Kranstöver eine E-Mail. Die Adresse habe ich Ihnen in den Chat geschrieben. Sie können das dann sehen, können sich das rauskopieren und dann Herrn Kranstöver schreiben. Es lohnt sich. Sie haben in unserer Einladung gelesen, dass wir mit Jakob heute Abend vor allem die Frage diskutieren wollten, was nach einem angenommenen und jedenfalls von uns erhofften Sieg Israels über die Hamas kommen soll. Das ist ja in Israel und weltweit eine stärker werdende Diskussion. Aber, und das, da kommt jetzt der Moment der Spannung, Jakob hat gleich gesagt, dass er das zwar sieht, was wir gerne hören, also worüber wir reden wollen, dass er aber auf jeden Fall sich frei lässt, über die Fragen zu sprechen, die ihn gegenwärtig am meisten bewegen und über alles Weitere dann auch, wenn es geht, in der Diskussion. Und so wollen wir es dann natürlich auch machen. Und ich bin genauso gespannt wie Sie, worüber Jakob dann einleitend erzählen, berichten will. Und wir haben dann die Gelegenheit, in der Diskussion Nachfragen zu stellen. Und da der technische Hinweis nochmal, Sie kennen das bitte, bleiben Sie für den ungestörten Ablauf konsequent stumm geschaltet. Und schreiben Sie Ihre Fragen und Anmerkungen bitte in den Chat. Das geht dann einfacher. Ich nehme das dann zur Kenntnis und werde das versuchen zusammenzufassen und einzubringen. Also soweit von mir die Begrüßung. Aber jetzt, lieber Jakob, ganz herzlich willkommen hier virtuell in Bremen. Du bist oft hier gewesen. Jetzt ist es leider nur virtuell, aber wir freuen uns sehr, dass du dich bereit erfunden hast. Und bitteschön, du hast das Wort. Danke und vielen Dank für die Einladung. Ich möchte um Verzeihung bitten von vornherein. Ich rede sehr kaum Deutsch in den letzten Jahren. Und heute Abend ist das erste Mal, dass ich überhaupt rede in irgendwelcher Sprache
Über die Situation bei uns. In der letzten Zeit schreibe ich viel auf Englisch und auf Hebräisch, aber so einen Art Vortrag zu geben, habe ich nie, noch nicht gemacht. Das ist das erste Mal. Und bis vor einigen Minuten war es mir noch nicht klar, was ich eigentlich sagen möchte. Das heißt, nicht, dass ich nicht daran gedacht habe, aber es ist mir nicht klar. Und es ist mir nicht klar, vor allem, weil das ist die bei weitem verwirrendste Zeit, die ich erlebt habe in Israel. Und ich bin hier im Lande schon fast 57 Jahre. Und ich betrachte das Land und so eine verwirrende Zeit hat es noch nie gegeben. Ich gebe einige Beispiele und fange an mit meiner persönlichen Stelle. Ich betrachte mich als friedenssuchender Linker oder jedenfalls friedenssuchender und vielleicht Linker. Und der 7. Oktober ist der Beweis dafür, dass es keine Chance gibt. Es gibt in Gaza schon 30 Jahre keine israelische Armee, außer bei dem Schutz von Siedlungen. Und es gibt keine Siedlungen schon 17 Jahre. Und es gibt keine Okkupation in Gaza. Und Gaza ist genau das, was die linke Friedenssuchende wir sagen, wenn wir den Palästinenser das geben, dann wird es Frieden geben. Also nein. Und das ist für mich schwer zu sagen, aber das ist eine Tatsache. Ein bisschen über dem, was geschehen ist. Und jemand hat mir gesagt, die Berichterstattung in den deutschen Medien ist weniger klar, als was ich glaube, bei den anderen zu sehen. Also ich erwähne zum Beispiel, die Berichterstattung von der New York Times ist sehr gut, schon 4 Monate. Manchmal ist sie sehr kritisch gegenüber den Hamas, manchmal ist sie sehr kritisch gegenüber den Israelis, manchmal ist sie überhaupt sehr kritisch gegenüber alle. Aber es gibt im New York Times und im Washington Post und im Wall Street Journal und sogar in dem Economist von London, es gibt tolle Berichterstattungen über die Tatsachen, was geschehen ist. Und ich nenne zum Beispiel, weil es wichtig ist für diese Geschichte, es gab vor, was weiß ich, 2 Monate oder sowas, eine lange Berichterstattung, sehr lang und sehr detailliert bei der New York Times über die Massenvergewaltigungen, die von vorher geplant waren. Das waren nicht impulsive Hamas-Leute, die eine Gelegenheit gesehen haben und nein, das war eine geplante Maßnahme. Ein Teil von dem 7. Oktober war Massenvergewaltigung. Und nicht nur Vergewaltigungen. Am Anfang war das nicht so klar, weil es kaum Frauen gab, die am Leben geblieben sind. Also, das waren Vergewaltigungen, schreckliche Gruppenvergewaltigungen und dann wurden die Frauen ermordet. Und es dauert eine Zeit, bis die New York Times oder irgendjemand finden könnte, Überlebende, die darüber erzählen könnte. Und es gibt auch nicht sehr viel. Aber man hat die Leichen gefunden und man hat manche Zeugenberichte von Leuten, die es gesehen haben und überlebt haben. Ich empfehle, das auf dem Internet zu suchen und zu finden, weil wenn man das liest, wird man einfach wütend. Es ist unmöglich, das zu lesen, ohne wütend zu sein. Und ohne, muss ich zugeben, ohne Rache zu wollen. Es ist einfach unmöglich. Und es gab andere Berichterstattungen, aber ich nenne diesen einen. Die Tatsache, dass es bis zum heutigen Tag, schon Anfang des 5. Monats, noch mehr als 100 Zivilisten, die Geiseln sind, unter denen Frauen, Greisen. Es gibt auch einige Soldaten, aber nicht Soldaten, die gekämpft haben, sondern Soldaten und hauptsächlich Soldatinnen,
die man gefangen hat, ganz am Anfang, ohne dass sie gar gewusst haben, was passiert. Aber hauptsächlich sind das Zivilisten und Leute, die gefeiert haben bei diesem Nova-Fest. Und eine Organisation, das so eine Massen von Geiseln hält und ab und zu ermordet man die eine oder den einen. Das ist auch ein Teil dieser Geschichte, die man nie vergessen kann. Und diese zwei und viele andere Sachen haben haben die Israelis betroffen, nicht nur in dem ganz normalen Sinn von was tut man unseren Zivilisten. Es ist bei uns viel tiefer, weil der Sinn, warum oder der Grund, warum es Israel geben muss, ist, Juden zu schützen vor Verfolgung. Warum gibt es ein USA? Ein USA gibt es, weil über Jahrhunderte verfolgten Leute aus Europa hingehen könnten und dort würden sie Freiheit genießen. Und wenn die Amerikaner sagen, we are the land of the free, die meinen nicht Freiheit im Sinne von dem, was man auch in Westeuropa hat heute. Die meinen Freiheit in einer profunde Weg. Also das ist deswegen gibt es die USA. Warum gibt es Deutschland, weiß ich nicht. Das werdet ihr sagen können. Aber Israel gibt es, damit Juden, die verfolgt werden, sind, einen Heim haben können, wo sie nicht verfolgt werden. Nun, es gibt Krieg bei uns schon 100 Jahre. Es ist nicht, dass wir in Frieden leben. Ja, das ist nicht die Erwartung. Aber die Erwartung ist doch, jüdische Frauen und Kinder und Greisen, die werden ihr Leben leben. Und die Soldaten, die werden sie schützen, wenn es sein muss. Und vielleicht werden sie sogar fallen dabei und mit ihrem Leben dafür bezahlen. Aber die Zivilisten, die normale Juden, die werden geschützt. Und der 7. Oktober war das Gegenteil. Und die Wirkung, dass das haben wird auf uns, die wird 50 Jahre dauern. Mehr als 50 Jahre. Das Trauma davon ist noch nicht am Anfang. Es wird noch tiefer sein. Und es wird dauern für viele Jahrzehnte. Und wie weiß ich, dass es viele Jahrzehnte dauern wird? Weil das vorige Trauma, das wir hatten, war das Yom Kippur-Krieg, das einen Tag, 50 Jahre und einen Tag vor dem 7. Oktober angefangen hat, am 6. Oktober 73. Und nur als ein Beispiel, die Woche davor bin ich in einem Buchgeschäft gegangen. Ich liebe Buchgeschäfte. Also ich war in einem Buchgeschäft und habe gesehen, es war, glaube ich, 18 neue Bücher über den Yom Kippur-Krieg, die veröffentlicht wurden in August, September, Oktober, 50 Jahre danach. Und sie kommen zu, was weiß ich, hunderte von anderen. Aber 50 Jahre danach haben die verschiedenen Veröffentlicher gedacht, es lohnt sich, ein Buch oder drei oder fünf über den damaligen Trauma zu veröffentlichen, weil 50 Jahre danach werden viele Israelis diese Bücher kaufen. Und das Trauma von 73 ist klein und gering gegenüber zu dem Trauma, das wir jetzt erleben. Also in meinem Lebzeit wird es nicht vorbei sein. Nun, wie hätte man reagieren sollen am besten? Weil was wir gemacht haben, war bestimmt nicht am besten. Also als friedenssuchende Linke, ich bin nicht Pazifist, aber als friedenssuchende Linke
hätte ich mir gewünscht, dass wir reagiert hätten, so wie George Bush der Papa gemacht hat in 91, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist. Er hat tief geatmet und dann hat er alle andere Länder und Politiker zu sich gerufen oder mit denen gesprochen und hat eine sehr große, sehr breite Koalition gebaut. Und die Koalition hat geplant, wie sie reagieren. Und sie haben gesagt, was sie reagieren werden. Und sie haben gewarnt und sie haben Zeit gegeben. Und dann, 5 Monate später, haben sie Saddam Hussein Irak attackiert, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir sowas gemacht hätten. Aber das ist natürlich total rein Quatsch. Weil so eine Möglichkeit in Israel am 7. Oktober oder am 8. Oktober oder am 9. Oktober wäre total unmöglich. Erstens, weil die Raketen flogen auch am 8. und am 9. und am 10. Also allein dadurch. Und Gaza ist 30 Minuten Fahrt von Tel Aviv und nicht 18 Stunden fliegen, so wie von Washington nach Kuwait. Und also allein davon hätte man reagieren müssen sofort. Und zweitens, also unter vielen Gründen, aber zweitens und wichtigeres, das Volk hätte es nicht anders erlaubt. Und in einer Demokratie, wenn 99% der Bevölkerung etwas will, dann muss man es machen. Es gibt keine führende Figur oder Politiker oder sowas in einer Demokratie, die stehen können gegen 99% der Bevölkerung. Und das ist auch nicht etwas, das sie machen soll. Deswegen ist es eine Demokratie. Also reagieren hätte man müssen. Und dass wir gewartet haben, 3 Wochen, bis wir einmarschiert sind, weil aus verschiedenen taktischen Gründen. Aber reagiert haben wir sofort. Zuerst mit den Luftkräften. Wir haben reagieren müssen. Es gab keine Antwort. Aber trotzdem, die Reaktion, die wir gemacht haben, war vielleicht nicht die gescheiteste. Weil die Reaktion, die wir gemacht haben, war formuliert von Netanyahu schon am Abend des 7. Oktober, hat er gesagt, wir werden Hamas vernichten. Ob das überhaupt durchführbar ist. Er hat gesagt, das ist, was wir machen. Wir werden Hamas vernichten. Und erst eine Woche später hat er dazu gesagt, und wir werden die Geiseln zurückbringen. Das war ihm nicht wichtig. Am 7., es war ihm nicht wichtig. Am 8., es ist ihm heute nicht wichtig. Aber er hat verstanden, dass doch viele Leute wollen, dass die Geiseln zurückkommen. Also hat er es hinzugefügt, wir werden die Geiseln zurückbringen. Ob man die Geiseln überhaupt zurückbringen kann, hat er nicht erklärt. Und wir wissen heute, dass zumindest 50 von denen schon tot sind. Also die Antwort ist nein, man kann sie nicht oder nicht alle. Und ob man alle Geiseln und zurückbringen und Hamas vernichten, ob man die beide Ziele machen können, das, also mir schien das ganz klar am ersten Abend, dass es nicht möglich ist. Es gibt keine Möglichkeit, aber man muss sagen, 99% der Israelis oder 98% haben daran geglaubt an dem Tag. Ich war in einer sehr kleinen Minderheit. Die wächst langsam, aber immer noch heute, die meisten glauben daran. Nun haben wir einmarschiert. Und Sie wissen vielleicht, oder wissen Sie nicht, es gibt eine Unterscheidung zwischen in den Gesetze von Krieg, schon Jahrhunderte, das ist gar nicht modern, einen Unterschied zwischen Jus ad bellum und Jus in bello. Jus ad bellum ist die Gerechtigkeit, in einem Krieg zu gehen oder die Gerechtigkeit, Krieg zu führen. Und man muss sagen, nach dem 7. Oktober, die Gerechtigkeit, Krieg gegen Hamas zu führen, ist total.
Es ist ein gerechter Krieg in diesem Sinn. Aber die zweite Erwägung, die man denken muss, ist just in Bello, wie führt man den Krieg? Und hier ist es wieder sehr kompliziert. Ich zitiere jetzt eine lange und ausführliche Bericht von dem BBC, nicht New York Times, schon in Oktober, glaube ich, wo sie geschildert haben, und die BBC sind nicht gute Freunde von Israel. Die BBC geschildert haben die Maßnahmen, die die Israelis verwenden, um Zivilisten nicht zu treffen. Und laut dieser Berichterstattung in der BBC, es ist immer noch auf dem Internet, Sie können es finden, die Zentrum dieser Berichterstattung war ein Zeugenbericht von einem Palästinenser, der erzählt hat, dass er hat gewohnt in einem Hochhaus und es gab drei Hochhäuser und er wohnte in einem von den drei und er hat plötzlich einen Anruf bekommen von einem arabisch sprechenden Israeli, den er nie, also warum er, könnte er nicht erklären, aber Tatsache, dieser israelische Offizier hat ihn angerufen und hat ihm gesagt, wir werden dein Gebäude zerstören, aber nicht sofort, du musst alle Leute rausnehmen. Und er war in Panik, aber der Offizier hat gesagt, sorge nicht, wir werden es zwar machen, aber erst nachdem du sagst mir, dass es keine Menschen in diesem Haus noch sind. Und ist auf der Linie geblieben für eine Stunde oder sowas und hat ihn sozusagen begleitet. Und danach, als der Palästinenser gesagt hat, es gibt niemand mehr in dem Haus, hat man ihm gesagt, jetzt mit dem anderen zwei Hochhäuser auch. Und hat es noch 90 Minuten gedauert oder sowas. Und erst nachdem er zugestimmt hat, dass es keine Leute in diesen drei Hochhäusern gibt, dann haben wir diese drei Hochhäuser zerstört. Es gibt Berichterstattung, weniger in der BBC, aber bei uns, dass es gibt und in dem Militär Intelligence-Offiziere, deren Aufgabe ist, zu sagen den Einheiten, wo man nicht gehen kann, weil dort gibt es immer noch Zivilisten, sie haben sich noch nicht. Das ist toll. Das ist laut den Gesetzen der Krieg. Aber das erklärt nicht, wieso, was weiß ich, 20.000 Zivilisten getötet worden sind in den ersten 2 Wochen. Das heißt, wir erzählen uns, dass wir es richtig machen. Jede Einheit im Militär ist begleitet von einem Rechtsanwalt, deren Spezialität ist internationale Gesetze des Krieges. Und trotzdem, zumindest 1%, wahrscheinlich mehr als 1% der ganzen Bevölkerung von Gaza ist schon tot. Und die Zerstörung ist noch nicht total, aber es gibt also zumindest 50% der Gebäude in Gaza, die stehen nicht mehr. Und die Situation, die humanitäre Situation in Gaza ist total schrecklich. Also ich finde das verwirrend. Wir müssen reagieren, wir könnten nicht reagieren. Wie kann man richtig reagieren? Und dazu sage ich, wir wissen heute, was wir auch vorher gewusst haben, aber jetzt haben wir endlose, also viele, viele Beweise. Wir wissen, dass Hamas sich eingebaut hat in die Zivil, in also in dem ganzen, in der, unter der ganzen Bevölkerung. Es gibt Hamas Verwendungen von Häusern und Schule und Moscheen und Spitäler überall. Ich persönlich rede mit Soldaten, die von dort zurückgekommen sind. Das sind Soldaten, die meisten von den Soldaten, mit denen ich rede, sind Leute, die gegen Netanyahus Regierung gewählt haben. Ich rede jetzt nicht von Rechtsfanatiker oder Siedler oder sowas. Ich rede von Leuten, die nicht sehr, also sie sind vielleicht nicht so links wie ich, aber das sind nicht Anhänger von Netanyahu. Das sind Leute, die bereit waren, die wollten, dass Netanyahus Regierung geht, noch bevor
diesem Krieg. Und sie sagen mir, Jakob, du hast keine Ahnung. Ja. Wir gehen in eine Wohnung und es gibt dort Waffen. Wir gehen in einem Haus und es gibt dort diese Tunnel. Wir gehen in der nächsten Wohnung und finden dort die Uniformen von Hamas-Leute und überall. Und wir werden angeschossen von überall. Also schießen wir zurück. Wir wissen, dass es keine Zivilisten gibt mehr dort. Sie sind alle weggegangen. Also wenn man auf uns schießt, dann schießen wir zurück, ohne zu denken. Und man schießt von, wie gesagt. Also gebe ich zu, ich habe keine gute Antwort, wie wir diesen Krieg führen sollten. Ob es Hoffnung gibt für die Zukunft. Denn dann werde ich aufhören und ich werde versuchen, Fragen zu beantworten. Im Gegensatz zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung erstens, weil irgendwann einmal, nicht jetzt, wir sind nicht daran, aber in einem Monat oder 2 Jahre oder in 5 Jahre, irgendwann wird eine Mehrheit der Israelis verstehen, dass der 7. Oktober ist zwar Beweis, dass wenn wir den Palästinensern ihr eigenes Land geben, dann sind sie extrem gefährlich für uns. Aber auch wenn wir kein Ende des Konflikts finden, dann wird es noch schlimmer. Es gab Jahrzehnte bei uns diese Idee von Verwaltung des Konflikts. Ich habe selber daran geglaubt. Man kann das Konflikt nicht lösen, also werden wir es verwalten. Wir werden es managen. Aber das geht nicht. Wenn wir etwas lernen haben oder lernen müssten oder sollten von dem 7. Oktober, es ist, dass unter den Palästinensern, wenn es keinen Frieden gibt, wird es die irgendetwas planen werden, auf das wir nicht erwartet haben, und sie werden uns wieder attackieren. Das heißt, es muss eine Lösung geben. Zwar habe ich vorher gesagt, es kann nicht geben, und jetzt sage ich, dass es muss. Dazu muss man sagen, es gibt jetzt ein Angebot, dass wir sehr lange uns nur gewünscht hätten. Es ist nicht ganz neu, aber es ist erneuert worden. Die Saudien sind bereit, mit uns Frieden zu machen. Die Emiraten und andere haben schon Frieden gemacht. Die Amerikaner sehen den Weg, ein Abkommen zu machen, in dem wir Frieden haben werden mit der Mehrheit der arabischen Welt. Nicht mit allen, mit den Syrern nicht und mit Iran, das nicht arabisch nicht, und mit Hezbollah nicht, aber doch eine Mehrheit der arabischen Welt ist bereit, mit uns Frieden zu machen. Wenn wir nur den Weg finden, einen Frieden zu machen mit den Palästinensern, und die Emiraten und die Saudien, die sind bereit, dafür zu bezahlen, jetzt wieder Gaza wiederzubauen, wird, was weiß ich, 50 Milliarden Euro zu bezahlen. Für die Saudien 50 Milliarden Euro ist nicht sehr teuer. Also an sich, das ist eine Situation, an der wir geträumt haben für vielen Jahren und nicht hatten. Oder jedenfalls, wir haben es nicht gesehen, dass wir es haben. Aber das kann natürlich mit der jetzigen Regierung nicht passieren. Mit der jetzigen Regierung ist das also nicht die geringste Chance. Alle unsere Meinungsumfragen in den letzten 4 Monaten sind einig. Es gibt eine Mehrheit, wahrscheinlich sogar eine große Mehrheit der israelischen Bevölkerung oder Wählerschaft, die gegen diese Regierung ist. Sollte es Wahlen geben, wird Netanyahu und seine rechtsextreme Alliierten werden viele, viel, viel politische Macht verlieren, und es wird leicht sein zu bauen eine Regierung ohne die ganze Gruppe, ohne all denen. Aber wie kommt man dazu?
Die jetzige Regierung hat eine Mehrheit in dem Knesset. Die nächste Wahlen laut Gesetz sind in fast 3 Jahre. Netanyahu und seine Mehrheit lesen genau dieselbe Meinungsumfragen, die wir alle lesen. Und sie wissen, dass sie auf jeden Fall nicht erlauben können, dass es Wahlen gibt. Und dazu eine faszinierende Geschichte, die auch heute Abend vor einer Stunde sich wieder geändert hat. Letztes Jahr, Anfang 3. Januar 2023, hat die jetzige Regierung versucht, einen Putsch gegen die israelische Demokratie zu machen. Es ist einfach so. Und wir haben reagiert, wir haben so stark reagiert, dass obwohl sie eine Mehrheit im Parlament haben, haben wir das stoppen können. Und es ist uns gelungen. Und nach dem 7. Oktober ist es überhaupt verschwunden, diese ganze Idee. Das heißt, die politische Lage, die gegen diese Regierung hatte genug Macht noch vor dem 7. Oktober, diese Regierung zu zwingen, nicht zu machen, was ihr sehr wichtig war zu machen. Und dann ist sie verschwunden, diese Widerstandsbewegung ist verschwunden. Und am 7. Oktober ist sie verschwunden, das ist ganz klar. Am 7. Oktober, sie ist verschwunden, weil wir binnen 2-3 Stunden gesagt haben, jetzt gibt es Krieg, Krieg ist größer als diese ganze Streiterei, die wir vorher hatten. Und jetzt müssen wir alle zusammen kämpfen, geeinigt. Das war klar. Aber es ist schon 4 Monate vorbei. Und diese Widerstandsbewegung, jedenfalls bisher, ist nicht zurückgekommen. Obwohl die politische Forschung alle ganz klar sagen, dass unsere Mehrheit jetzt größer ist als vor dem 7. Oktober. Und der Grund, warum diese Bewegung nicht zurückgekommen ist, ist genau wegen dieser Einheit, glaube ich. Diese Streiterei, die wir hatten in den ersten 9 Monate von 23, war so extrem. Und die war so schmerzhaft und die war so scharf. Und es ist uns gelungen, aber es hat sehr weh getan und es hat eine Spalterei geschafft unter den Israelis, die uns alle besorgt hat. Und dann ist sie weg und wir sind alle zusammen und wir sind einig. Und es ist merkwürdig, aber schrecklich, obwohl diese letzten 4 Monate wirklich, wirklich schrecklich waren, in diesem Sinne, dieses Gefühl von wir sind wieder, alle Israelis sind wieder zusammen und gemeinsam, die ist sehr stark. Und sie ist so stark, dass die Widerstandsbewegung sie nicht stören will und nicht wieder auf die Straße gehen will. Natürlich, bei Netanyahu ist sie längst nicht mehr dabei. Netanyahu macht alles, was er machen kann, um es wieder zur Streiterei zu bringen. Und er und seine Extremisten und so, sie machen alles, was sie schaffen können, damit es Hass gibt zwischen den politischen Lager, weil nur so haben sie eine Chance. Aber die sind bisher eine Minderheit. Soweit ich weiß, es ist schwer zu wissen, aber das ist mein Eindruck. Die Mehrheit der normalen Israelis sind sehr zufrieden, dass die Streiterei vom letzten Jahr vorbei ist. Und die wollen das pflegen. Und sie wollen nicht
wieder auf die Straßen gehen oder die wollen, dass die anderen nicht auf die Straße gehen, weil dieses Zusammensein ist uns schätzvoll. Und das heißt, solange es so gibt, dann gibt es diese Regierung. Und es gibt keine Chance, sie zu entfernen. Und ich persönlich bin der Meinung, die Widerstandsbewegung wird nicht sehr lang warten können, weil das Benehmen von der jetzigen Regierung wirklich hässlich ist. Aber man muss sagen, ich muss zugeben, es ist mir nie gefallen, dass wir im fünften Monat danach keine Viertelmillion Israelis auf der Straße jeden Tag sehen. Es war mir klar, im Februar werden wir schon 1 Million Israelis auf der Straße. Aber das passiert nicht. Es gibt 10, 15, 20.000 jedes Samstag. 20.000, das ist gering. Netanjahu hat keine Angst vor 20.000 Demonstranten. So, ich habe euch vielleicht nicht gefreut, aber das ist, was ich erzählen wollte heute. Ganz herzlichen Dank, Jakob. Ja, mein Kollege Jan Kahnfeld hat nochmal in den Chat geschrieben, schreiben Sie Ihre Fragen. Ich sehe dann noch keine. Jan wird mich darauf hinweisen, wenn ich was übersehe. Ich fange mal an mit einer Frage, Jakob. Du hast das am Anfang so lapidar gesagt, Vernichtung der Hamas oder genau wie man das formuliert, Zerstörung ihrer Infrastruktur und Befreiung der Geiseln. Es ist klar, dass nicht beides zusammengeht. Aber wie geht die Gesellschaft in Israel damit um? Also wer stellt sich auf der Seite derjenigen, die jetzt sagen, auf jeden Fall muss dieser Feldzug zu Ende geführt werden? Und wer ist auf der Seite eher von denen, die sagen, es muss alles getan werden, dass diese 100, 130 Menschen hoffentlich nochmal lebend freikommen? Also wie geht die Gesellschaft mit dieser Unvereinbarkeit um? Das ist doch ganz schwierig und ist das auch politisch irgendwie gewichtet? Ist es die eine Seite, die gegen Netanjahu ist, oder hat das mit Netanjahu eigentlich nichts zu tun? Das ist die Antwort nicht. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich muss sagen, ich frage mich selber und bin nicht sicher. Erstens, am Anfang hat man gesagt, Vernichtung von Hamas, nicht Infrastruktur, Vernichtung. Und danach haben die Generäle und andere haben ein bisschen mehr, eher vorsichtig gesagt, also nicht Vernichtung von Hamas, das ist groß. Hamas ist auch eine Idee, das ist nicht nur Leute und so. Vielleicht kann man Hamas als Idee nicht vernichten. Also haben sie nicht mehr gesagt, Vernichtung von Hamas, aber viele Israelis sagen das auch heute. Aber auch was das Ziel, das man danach hat gesagt hat, Zerstörung von Infrastruktur und so. Ich war der Meinung und bin geblieben der Meinung, auch das kann man nicht machen. Es ist nicht durchführbar. Wenn man genug Leute, die bereit sind zu sterben, hat unter einer Bevölkerung, dann die einzige Chance, ein Ende dazu zu geben, ist, wenn man die Bevölkerung was Besseres anbietet. Und Krieg ist nicht was Besseres. Also Hamas zu besiegen kann man, wenn überhaupt, ich bin nicht sicher, aber wenn überhaupt, Hamas zu besiegen kann man nur durch einen Wiederbau von Gaza in ganz anderen historischen Rahmen geben, als das, was es bisher gegeben hat. Und darüber ist die israelische Regierung nicht bereit zu reden, sogar unter sich. Also was passiert am Tage danach, ist man nicht bereit zu sagen. Das mit den Geiseln, es ist mir klar, die große Mehrheit der Israelis wollen die Geiseln zurück.
Sie träumen davon. Sie wollen wirklich, sie wollen sie zurück. Und das ist nicht eine Frage von rechts oder links oder von religiös und nicht religiös. Die einfache Israelis wollen die Geiseln zurück. Aber was sie dabei meinen, das ist weniger klar. Es gibt die, die sagen, schon 4 Monate fast, wir müssen bezahlen, was wir bezahlen müssen, und sie müssen zurückgebracht. Und wenn wir den Krieg aufhören sollen, dann machen wir ein Ende des Krieges. Und wenn wir alle, was weiß ich, 6.000 oder 7.000 palästinensische Leute, die bei uns gefangen sind, die verurteilt worden sind, also Kriminelle, wenn wir sie alle freilassen müssen, dann lassen wir sie alle. Das ist eine Minderheit. Es gibt diese Gruppe von Anfang an. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Aber das ist eine kleine Minderheit. Vielleicht wächst sie, aber es ist eine kleine Minderheit. Die Kern der Gruppe, die auf der Straße geht jetzt, damit, oder schon Monate, damit die Geiseln zurückgebracht werden, sind natürlich die Familienmitglieder. Zu denen kommen eher Leute aus der linken politischen Lage, muss man sagen. Man kann sagen, die fordern eine sofortige Abkommen mit Hamas, was immer der Preis sein wird, die sind eher die Gegner von Netanyahu und die Linke und die sagen, wir werden es durch militärische Aktion oder wir werden es später oder wir dürfen nicht so bezahlen, die sind eher aus den Rechten und die Religiosen. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Ich sage eher. Also nicht alle Linke sind hier und nicht alle Rechte sind dort. Nicht alle Säkuläre sind hier und nicht alle Religiöse oder Orthodoxe sind dort. Im Allgemeinen kann man es so ungefähr sagen, die Propagandisten rund um Netanyahu versuchen es so zu malen, damit alle Leute, die nicht recht säkulär zurück zu ihm kommen. Die ganze Frage von Preis, muss ich sagen, überzeugt mich nicht, weil die Geiseln sterben jetzt. Und wenn wir Hamas etwas geben, das wir am liebsten nicht gegeben hätten, dann können wir das später korrigieren, so oder so. Und dass Hamas uns etwas Schlimmes gemacht hat am 7. Oktober, war nicht nur, weil Hamas es geplant hat, sondern auch, weil wir nicht aufgepasst haben. Und deswegen nächstes Mal müssen wir besser aufpassen und so weiter und so fort. Also die eine ist dringend, die zweite ist nicht. Also muss man das, was dringend ist. Aber diese Bewegung zugunsten einem Abkommen jetzt und die Geiseln zurückzubringen jetzt, die wächst. Sie ist größer jetzt als vor 2 Monaten. Und sie wird immer schlimmer im Sinne von also die Emotionen sind immer stärker und schwerer. Aber es gibt auch dazu, es gibt keine 200.000 Leute auf der Straße. Wenn es 200.000 Leute auf der Straße gegeben hätte, dann vielleicht hätte Netanyahu sich anders benommen. Oder vielleicht nicht. Die Möglichkeit von beiden zu haben ist natürlich, also es ist nicht vernünftig. Es kann nicht beide geben. Aber Vernunft hat sehr wenig zu tun mit dem, wo wir sind. Überhaupt im Leben. Alle, bei allen Leuten, bei allen Völkern, in allen historischen Zeiten, Vernunft ist nicht die führende Leitmotiv von der Geschichte. Und bei uns jetzt umso weniger. Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich habe versucht.
Ja, soweit es jetzt möglich ist. Und die Widersprüche und die Aporien sind ja auch deutlich geworden. Es gibt zwei Fragen, die so etwas oder genau auch mit der Frage zu tun haben, welche Ideen hat man denn eigentlich, wie es jetzt mal nur für Gaza weitergeht? Also da gibt es ja eine kurzfristige Perspektive, eine ganz kurzfristige, also die militärische Aktion weiterführen, die aber ja sich schon vermischt mit der Frage, wie sichert man den nördlichen Teil, wo ja eigentlich schon die Operation zu Ende ist, wo einige sagen, weil wir nicht wissen, wie wir da in Zukunft vorgehen wollen, kommt die Hamas wieder zurück. Dann gibt es die mittlere Perspektive. Wir haben die Hamas besiegt. Wie verwalten wir dann denn eigentlich den Gazastreifen? Und dann kommen die Fragen, die jetzt gestellt worden sind nach der Rolle der internationalen Hilfsorganisationen. Das ist natürlich, ist auch das Rote Kreuz, aber das steht nicht so im Fokus. Und vor allen Dingen die UNRWA nach der Aufdeckung der sehr innigen Verquickung mit vielen UNRWA-Mitarbeitern mit der Hamas. Also welche Ideen gibt es auch kurzfristig zu sagen von Seiten Israels? Wie können wir die UNRWA, die ja jetzt immer noch tätig ist, ersetzen durch andere Organisationen international, und ist Israel dabei, diese Ersetzung auch zu forcieren, indem sie sagt, wir arbeiten nur mit denen und nicht mehr mit denen zusammen? Also das ist, glaube ich, die Frage, die hinter den verschiedenen Fragen steht. Und ich würde das noch ergänzen damit zur Versorgungssituation. Es gibt ja so kleinere Blockadendemonstrationen, die Hilfslieferungen nach Gaza verhindern wollen, mit der Begründung, damit würde die Hamas gezwungen aufzugeben, indem man ihnen die Versorgung stoppt. Wie siehst du diese Frage? Also es ist jetzt so ein bisschen die Frage, was soll eigentlich jetzt danach kommen? Ja. Lass uns, wenn eine, nicht die UNRWA, aber wenn die UNO oder die Amerikaner oder die Amerikaner und die Ukrainer und die Russen oder die Chinesen, wenn sie alle wollten, sie kommen wollten, um Hamas, um Gaza wieder zu bauen, würden die Israelis sich sehr freuen. Es gibt eine kleine Minderheit unter den Israelis, die wollen Gaza wieder auf lange Frist zu okkupieren, und die wollen dort wieder Siedlungen bauen, und sie wollen dort so weit als möglich, dass die 225.000, 2 Millionen und 2,25 Millionen Palästinenser dort, dass sie alle auswandern nach Deutschland und Argentinien. Es gibt so eine Gruppe, die ist stark vertreten in der Regierung. In der Bevölkerung eher weniger. Also die Zahl der Israelis, die wollen bleiben, die wollen, dass Israel bleibt in Gaza, ist klein. Und die Zahl der Israelis, die wollen dort wieder Siedlungen zu bauen, ist noch kleiner. Klein, das ist nicht null, ja, und die machen sehr viel Lärm. Aber das ist weit von einer Mehrheit, und das ist Grund, warum zumindest vor 2 Monaten Netanyahu, sogar Netanyahu, bereit war zu sagen, ganz klar, ohne herumzugehen, wir bleiben, wir werden Gaza nicht okkupieren, und es wird keine Siedlung. Und wenn Netanyahu das gesagt hat, das ist ein Beweis, dass sogar er schätzt, das ist nur eine Minderheit, das wird eine kleine Minderheit. Mittlerweile sagt er es nicht mehr, wobei vielleicht hat er Angst von dieser Minderheit. Aber es gibt keine breite Unterstützung in der Bevölkerung dafür, dass wir Gaza langfristig okkupieren, und noch weniger, dass wir dort wieder sind. Aber was schon? Also was schon? Derzeit gibt es eine große Mehrheit der Israelis, die nicht bereit sind,
dass die Palästinenser auf irgendeiner Form dort die Macht haben. Weil das ist, was sie gelernt haben aus dem 7. Oktober, wenn sie im Zentrum waren, oder weil sie das daran geglaubt haben immer, wenn sie eher rechts stehen sind. Also was schon? Die Tatsache, dass Netanyahu erlaubt, diese Diskussion nicht stattzufinden, ist kein Zufall. Er selber sieht nicht oder noch nicht eine Mehrheit, die bereit ist, so oder so zu machen. Und deswegen ist er stumm, weil er ein sehr gescheiter Politiker ist. Und außerdem gibt es keiner, der uns das anbietet. Die Möglichkeit, dass eine nicht-israelische und nicht- oder nicht-palästinensische Macht, oder Gruppe, die Macht in Gaza übernimmt, ist derzeit nicht da. Es kann sein, wie ich vorher erwähnt habe, wenn wir ein großes strategisches Abkommen machen würden mit den Amerikanern und mit den Saudien und mit allen Seiten, dann schon, dann würden andere kommen. Aber die anderen würden kommen natürlich nur, wenn die eine palästinensische Regierung eine Rolle dabei spielt. Es muss nicht Hamas sein, vielleicht besser nicht Hamas, aber es muss Palästinenser dort herrschen. Und also in dem Sinn gibt es keinen Weg jetzt. Israel ist nicht bereit, dass irgendwelche palästinensische Organe dort herrschen. Und der Rest der Welt ist nicht bereit, mitzumachen, es sei denn, es gibt dort Palästinenser. Und Hamas und genießt es, weil sie kommen langsam zurück. Noch ein Beweis, dass man sie nicht zerstören könnte. Das ist, was ich vorher gesagt habe. Im Mittelsicht, auf dem langen Frist, gibt es eine Lösung, die ich sehen kann. Ich bin bereit zu sagen, sogar, dass ich optimistischer jetzt als vor einem Jahr bin, weil vor einem Jahr waren wir in einer Situation, wo eine Mehrheit der Israelis sich überzeugt haben, die Palästinenser als Problem haben sich gelöst. Sie sind nicht mehr da. Die Welt ist uninteressiert. Die arabischen Länder sind uninteressiert. Die Saudien sind uninteressiert. Wir sind hier, also müssen die Palästinenser das akzeptieren. Das ist vorbei. In dem Sinn, wie ich gesagt, mittelfristig oder langfristig kann man optimistisch sein, aber wie kommt man von hier bis mittelfristig, weiß ich nicht. Noch eine Sache, dass ich sagen kann zu das mit internationalen Kräften. Israel hat ein großes Problem mit UNRWA, aber Israel ist eigentlich nicht gegen die Beteiligung von anderen internationalen Organen. Im Gegenteil, wir sind dafür. Es sei nicht, also nur nicht Hamas, nicht Palästinenser und nicht UNRWA, weil UNRWA von unserem Sicht, muss man sagen, sogar von meinem Sicht, UNRWA ist keine neutrale Spieler in diesem Sagen. Sie sind ein Teil der Palästinenser, und wenn man schon palästinensische Organe hat, die an die Macht kommen, dann sollen es die Palästinenser und nicht UNRWA. Vielen Dank. Ich gehe mal einfach in der Reihenfolge weiter, obwohl andere Fragen vielleicht jetzt anschlussfähig wären. Die nächste Frage war, welche Rolle spielt in Israel in der Diskussion dieses Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof? Hat das eine Bedeutung? Spielt das eine Rolle? Also die rechten Politiker schreckt es offensichtlich nicht, die ja dem Gericht noch neue Argumente geliefert haben mit ihrer Konferenz, aber oder sagen die Israelis sowieso, was da von der UNO kommt, das ist für uns nicht relevant?
Das ist eine interessante Frage. Es teilt sich, also rechts und links spielt eine Rolle, aber hauptsächlich spielt es eine Rolle, wer die internationalen Medien folgt und wer sein ganzes Leben nur auf Hebräisch lebt. Es gibt viele Leute in Israel, also die reden und lesen nur Hebräisch und sie lesen Haaretz. Intellektuelle linke Zeitung nicht. Die meisten Israelis lesen Haaretz nicht. Sehr wenig. Was weiß ich. 200.000 von 10 Millionen oder sowas. Also, wenn man ein Israeli ist, der nur, wo die Quellen, die Welt zu verstehen sind, nur auf Hebräisch und nicht die linke und intellektuelle Israelis, dann ist es ganz klar. Ben Gurion hat vor 70 Jahren gesagt, Schmum, ist UNO. Also, er hat gesagt, die UN hasst uns und Antisemiten hat es immer gegeben. Und diese ganze Sache mit internationalen Juristen und ja, internationale Gesetze und internationale Organe und so, das ist alles Antisemitismus und wir passen nicht. Das interessiert uns nicht. Natürlich, wenn man ein bisschen versteht, worum es geht, dann weiß man, warum das nicht so ist. Und es war interessant zu sehen, in dieser großen Streiterei, die wir hatten von Januar 23 bis Oktober 23, der Hauptfeind der Netanyahu-Gruppe war Aaron Barak. Aaron Barak, 93 Jahre alt, war der Präsident unseres höchsten Gerichts vor 20 Jahren und er ist natürlich sehr liberal und sehr angesehen, oder? Und im Rechten die Rechten hassen. Und dann, als diese Diskussion bei dem Hohen Gericht in Haag stattgefunden hat, hat Netanyahu, nicht ich, Jakob, Netanyahu hat den Ehud Barak gebeten, er soll hinfahren als Ad-Hoc Justice. Es gibt 15 Richter und wir als zu dieser Sache sind wir erlaubt, unsere zu bringen. Und Aaron Barak hat natürlich ja gesagt und die rechten Medien waren sehr, sehr zerstört von der Sache. Aber der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass Netanyahu spricht eher Englisch als Hebräisch. Netanyahu ist der gescheiteste, von dem Intellekt jetzt rede ich. Netanyahu ist der gescheiteste Politiker, das es in Israel je gegeben hat. Ich kenne ihn persönlich. Er ist extrem intelligent und er liest die ganze Zeit und er ist extrem gut gelesen und er versteht. Und Netanyahu, ihm war es sehr klar, eine schlechte Entscheidung bei dem High Court of Justice ist sehr schlecht für Israel. Und deswegen hat er den Aaron Barak hingeschickt. Und deswegen haben die Israelis mitgemacht bei diesem ganzen Prozess. Wir haben nicht gesagt, das ist antisemitisch, wir spielen nicht mit. Nein, wir haben mitgemacht, weil alle Leute, die davon verstehen, wie gefährlich das sein könnten. Nicht, weil wir Angst haben vor dem High Court, sondern weil ihr Deutsche Angst haben. Also Respekt, nicht Angst. Das heißt, wenn der High Court of Justice etwas sagt gegen uns, dann müssen die Deutsche und die Franzosen und die Amerikaner müssen sich alle so benehmen, wie diesem High Court of Justice sagt, weil ihr Respekt habt vor diesem High Court of Justice. Dass wir keinen Respekt haben, spielt dann keine Rolle. Und das hat Netanyahu verstanden und das hat unser Justizminister, der ein Rechtsextremer, hat es auch verstanden. Deswegen haben wir mitgemacht. Und ich muss sagen, zur Sache jetzt nicht zu Verfahren, zur Sache, die Idee, dass Israel Genozid macht in Gaza, ist einfach falsch. Es kann wohl sein, dass wir Krieg
Kriegsverbrechen machen, aber Völkermord machen wir nicht. Und man erwartet nicht eigentlich, dass die High Court of Justice sagen wird, dass wir Völkermord machen. Aber das ist sowieso 2 Jahre hin. Das dauert noch lange, bis das passiert. Unsere Verwaltung und Regierung, sie hatten Angst von dem, was vor 2, 3 Wochen geschehen ist. Hätte die High Court gesagt, es muss ein Ceasefire geben sofort, dann wussten wir, dass wir das machen würden und wir wollten das nicht machen. Die extreme Peinlichkeit, dass Israel angeklagt wird über Völkermorde, das stört den meisten Israelis nicht, weil, wie gesagt, die Welt ist antisemitisch. Mich stört es, aber ich bin nicht ein ganz üblicher Israel. Ja, vielen Dank, Denise. Sekunde, ich sehe vorher, hat es eine Frage, dass ich nicht beantwortet habe, zu den Versuchen von Familienmitgliedern von den Geiseln zu hindern, dass es Essen und Medikamente in Gaza gehen. Man muss sagen, das ist nicht, also die Geiseln kommen von vielen Teilen der Bevölkerung und deswegen ihre Familien kommen von vielen Teilen der Bevölkerung. Aber die große Mehrheit es gibt eine organisierte Gruppe von den Familien und die sind nicht für diese Störung. Sie sind dagegen. Im Gegenteil, sie sagen, wenn es kein Essen in Gaza gibt, dann unsere Familienmitglieder werden verhungern. Und das ist eine kleine Gruppe, also ob sie klein ist oder nicht, das ist eine Gruppe von 2 oder 3 Familien, nur 2 oder 3 Familien. Und rundherum gibt es noch viele Leute von dem Rechtsextremisten. Und sie zynisch, sehr zynisch, sie verwenden diese Argumentation, um zu befolgen, was sie sowieso befolgen hätten. Und das ist, es ist besser, dass die Leute in Gaza verhungern und dann werden sie weggehen oder werden sie sterben und sie werden nicht mehr da sein und das ist, was wir wollen. Vielen Dank. Ich wollte die nächste, eigentlich die 1.000-Dollar-Frage stellen, die aufgeschrieben wurde, nämlich, ob es noch eine Basis in beiden Gesellschaften gibt, also ob man es jetzt Mehrheit nennt, aber jedenfalls ein Fundament, die immer noch eine Zwei-Staaten-Lösung befürworten könnte, würde. Also mit Gesellschaften ist da gemeint, also nicht die arabischen Israelis und die jüdischen, sondern natürlich die palästinensische Gesellschaft und die jüdische. Ja. Wobei man sagen muss, das Benehmen von den 2 Millionen Palästinenser, die Israelis sind, ist interessant. Ja. Sie stehen mit uns so im Allgemeinen. Die Regierung will das nicht sehen lassen, aber es ist zwar eine andere Frage, aber es ist interessant. Die israelische Palästinenser betrachten sich in diesem Konflikt jetzt als Israelis. Sie wollen, dass es einen palästinensischen Staat geben, aber sie betrachten sich als Israelis und sie benehmen sich hauptsächlich oder die Mehrheit davon benehmen sich als Israelis. Das ist für die Zukunft eine gute Sache. Über die Gesellschaften, über die Palästinenser bin ich nicht in der Lage zu sagen. Ich kann mir leicht glauben, dass unter den Palästinensern die Hass gegen Israel noch höher ist jetzt als zuvor. Oh, das ist leicht zu erklären. Aber ich habe die Quelle nicht und bin kein Experte. Also über die Palästinenser kann ich nicht sagen. Über die Israelis, ich habe eine zweischichtige Antwort. Jetzt? Nein. Jetzt gibt es eine große Mehrheit unter die Israelis, die sagen, keine palästinensische Staat je. Nie. Und diese Mehrheit beinhaltet jetzt das ganze rechte Seite, das Zentrum und vielleicht sogar ein Teil von dem Linken. So groß war der Schock am 7. Oktober.
Und dazu muss man sagen, der Zorn an dem, was man gefunden hat in Gaza, diese Sache, dass ich geschildert habe vorher, ja, dass Hamas und die Bevölkerung so integriert ineinander sind, dass viele Israelis sehen das und sie sagen, es gibt keine Chance, nie wird es eine Chance geben. Aber das ist die erste Antwort. Meine zweite Antwort ist, dass es schon zumindest zweimal in unserer Geschichte Situationen gegeben haben, wo nach einer Weile, nach einem Krieg, haben wir unsere Meinung ganz geändert. Das erste war in den 70er Jahren, nach dem Krieg in 73, also der Yom Kippur-Krieg. Und die viele Verlusten und Zorn auf den Ägypter und so weiter und so fort. Und dann, das war Ende 73 und Ende 77, also nur 4 Jahre danach, als Anwar Sadat gesagt hat, der Präsident von Ägypten, ich fliege nach Israel, um über die Israelis Frieden zu reden. Eine große Mehrheit der Israelis haben sich sehr gefreut und waren danach wirklich bereit, viel zu bezahlen, damit es Frieden geben wird. Das ist innerhalb von 4 Jahren. Also ich würde nicht sagen eine Meinungswendung, aber eine sehr große Meinungswendung innerhalb von 4 Jahren. Das zweite Mal, dass das geschehen ist, war in der Zeit von der zweiten Intifada. Die zweite Intifada hat angefangen im September 2000 und ihr Gipfel war in 2002. Und das waren Zeiten, wo wir haben unsere Kinder nicht erlaubt, aus dem Haus zu gehen. Es sei denn, also nur, wo sie unbedingt müssten. Und dann haben wir sie geführt. Und das waren Teenagers. Das waren nicht kleine Kinder. Ja, man stellt sich vor, man sagt das zu einem 16-Jährigen, du gehst jetzt nicht hinaus, weil es gefährlich ist. Das geht nicht. Das war in 2002. Und am Ende von 2003, als Arik Sharon gesagt hat, er denkt nach, die Siedlungen aus Gaza zu nehmen, gab es sofort breite Unterstützung dafür. Und als er es gemacht hat, in 2005, hat es sehr breite Unterstützung gegeben dafür. Jetzt gibt es viele, die sich reuen, aber damals. Das heißt, es war nicht 4 Jahre von Ende des Krieges bis Sadat. Es war ein Jahr von dem Höhepunkt vom zweiten Intifada, bis Sharon gesagt hat, jetzt gehen wir raus und man hat gesagt, ja. Also, ob es passieren könnte in 2 Jahren, in 2025 oder 26, ja, es könnte sein. Das würde mich überhaupt nicht überraschen. Es sei denn, wir eine andere Regierung haben. Ob es passieren wird, das weiß ich nicht. Aber ob es passieren könnte, ja. Vielen Dank. Dazu passen eigentlich die zwei nächsten Fragen. Die eine Frage ist, ob es immer noch so klar ist, dass Netanjahu all das, was passiert ist, nicht überleben wird. Also in den ersten Wochen hatte man hier jedenfalls den Eindruck, das ist ganz klar. Netanjahus politisches Leben, das ist vorbei. Das wird nicht sofort, aber bald geschehen. Also ist das immer noch so? Oder ist er doch der Überlebenskünstler, als der auch gezeigt wird? Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist, es wird hier nicht immer wohlmeinend gemutmaßt, dass Netanjahu seine Kriegsführung oder Israels Kriegsführung danach ausrichtet, dass es möglichst lange dauert, damit eben die Frage nach seiner Zukunft nicht gestellt wird. Und in dem Zusammenhang, dass er wartet, dass vielleicht Trump die nächste Wahl in den Vereinigten Staaten gewinnt. Und dass er da hofft, eine ganz andere Unterstützung für sein
Vorgehen, was er vielleicht noch gar nicht selber kennt und deswegen jetzt noch nicht sagen will, mehr Unterstützung zu bekommen. Also ist das ein mögliches Kalkül? Wird darüber diskutiert? Ja, drei Fragen, die alle ähnlich sind. Die Meinungsumfragen bei uns werden veröffentlicht jede Woche am Donnerstag. Also vielleicht werde ich anders sagen morgen als heute, aber die sind stabil. Seit Mitte Oktober bis letzte Woche, die Meinungsumfragen sind alle einig, dass Netanyahu keine Koalition hat, keine Chance, die nächste Wahlen zu gewinnen. Es gibt die Mehrheit davon sagen, dass er höchstens 44, seine ganze Koalition, 44 Knesset-Abgeordnete haben werden als 120, also ein bisschen mehr als ein Drittel. Es gibt andere Forschungen, die sagen, dass er ein bisschen mehr haben wird, aber es hat keine Bewegung gegeben. Ob man es anders darüber berichtet in Deutschland, weiß ich nicht, aber die Forschungen hier sind einig schon 3,5 Monate lang. Netanyahu wird die nächste Wahlen stark verlieren. Wobei man sagen muss, stark verlieren, das sagt nicht, dass Meretz und die Linke an die Macht kommen. Die nächste Regierung laut alle Meinungsumfragen wird ähnlich zu der Regierung, die wir kurz hatten vor 1,5 Jahre, also eine Regierung, die beinhaltet starke nicht Rechtsextremisten und nicht die Siedler, aber bedeutende Rechtsparteien, also von den liberalen Rechten, es gibt solche, die sind nicht so wenig. Israelis, die gegen Netanyahus Kampf gegen Demokratie waren, aber die sind recht. Also die und das Zentrum und was bleibt von den Linken und zumindest eine arabische Partei. Also die nächste, laut den Umfragen jetzt, die nächste Koalition wird eine sehr große Koalition. Sie wird aber nicht monolithisch sein. Sie wird sehr, sie wird wahrscheinlich stabil für eine Weile sein, aber sie wird nicht monolithisch sein. Und die Annahme jetzt ist, dass der nächste Ministerpräsident wird Benny Gantz. Und Benny Gantz ist ein bisschen so wie Yitzhak Rabin. Er war ein General. Er ist nicht charismatisch. Er ist sehr im Zentrum. Er ist kein Linker. Er ist nicht ein Rechter, aber er ist kein Linker. Er ist wirklich im Zentrum. Er hat keine starke Meinungen zu den zwei Staaten Lösung. Also wenn er hat, hat sie nie gesagt. Er hat nie gesagt, dass er dagegen ist. Er hat nie gesagt, dass er dafür ist. Er hat so den Eindruck erweckt, dass er sich freuen würde, Friedensverhandlungen zu machen. Das schon, aber also wenn es wirklich er sein wird, und man kann nicht wissen, aber wenn es wirklich er sein wird, ich glaube, man sollte optimistisch, gerade weil er ein bisschen ähnlich ist zu Yitzhak Rabin. Und Yitzhak Rabin, wenn es wirklich wichtig war, hat die richtigen Entscheidungen gemacht. Also das ist dazu. Aber, wie ich vorher gesagt habe, Netanyahu liest dieselbe Meinungsforschungen. Und deswegen wird er nicht erlauben, dass es Wahlen gibt. Ob er den Krieg verlängert aus seine persönliche politische Erwägungen, ja, eindeutig. Es gibt keine Frage. Natürlich, das ist, was er macht. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er nicht Netanyahu. Aber derzeit hat er, derzeit ist es so, dass weil er Sachen sagt, die eine substanzieller Teil der Bevölkerung daran glaubt, dann ist es nicht so auffällig. Es ist auffällig, aber nicht so. Also Leute, die Leute in der Widerstandsbewegung, die noch nicht auf die Straßen gehen, die
bei deren Listen und bei deren Äußerungen, die sehen es. Also viele Israelis sehen es, dass er den Krieg verlängert für seine eigenen Zwecke. Aber ob die Forschungsmeinungen sagen würde, dass eine große Mehrheit der Israelis das sehen, weiß ich nicht. Die Frage zu Trump ist interessant. Wenn wir, also der Extremste von den Rechtsextremisten, hat ganz öffentlich diese Woche gesagt, wir warten auf Trump, das ist ganz klar. Eine andere Frage ist, ob das Sinn macht, die amerikanische Experten, die ich gehört habe, sagen, dass es gar nicht klar ist, dass Trump besser sein wird für Israel als Biden, vielleicht viel weniger. Trump hat Netanyahu sehr ungern, weil Netanyahu den Joe Biden gegrüßt hat damals. Trump hasst, oder jedenfalls hat Netanyahu sehr ungern. Und die einzige Sache, die Trump interessiert, ist, dass ist er selber persönlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Trump an die Macht käme, das wäre schrecklich für Amerika, es wäre schrecklich für die Welt. Aber wenn Trump glauben würde, er und der MBS von Saudi-Arabien können Frieden machen in dem Nahen Osten, das wird auf seinen Namen sein, dann er würde nicht den Netanyahu erlauben, Nein zu sagen. Also, dass Ben-Gvir hofft, dass Trump kommt, sagt nicht, dass es eine gute Sache für Israel oder sogar für Ben-Gvir oder Netanyahu, wenn Trump an die Macht kommt. Jedenfalls, das ist nicht unsere Frage, weil wir können es nicht bestimmen. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch zwei oder drei Nachfragen. Wir wollten noch ungefähr gut 90 Minuten einplanen. Die nächste Frage, die gestellt wird, ist, ich lese sie mal einfach vor. Welche Rolle könnte die palästinensische Autonomiebehörde in einer neuen Ordnung spielen? Man hört so wenig von oder über sie. Ist das in Israel anders oder genauso? Also, dass man wenig von ihr hört. Und es gibt ja auch die feste Überzeugung, dass Israel bisher lange Zeit alles getan hat, um die PA möglichst klein zu halten. Also ändert sich da was oder wie ist da die Diskussion? Es ist, diese Regierung, es ist ganz klar, diese Regierung hat sogar vorher gesagt, dass sie unterstützen Hamas, weil Hamas macht die PA, die politische Authority, die Palestinian Authority schwächer. Also das war ganz klar vorher. Erstens, manche von uns warten, dass wenn es dazu kommt, dass es ein Abkommen gibt über die Geiseln, dass Israel Marwan Barghouti entlassen werden muss. Die Hamas verlangt es und er sitzt schon, 22 Jahre oder sowas, eine lange Zeit. Und wenn Marwan Barghouti rauskommt aus unserem Gefängnis, dann haben die Palästinenser vielleicht nicht, aber vielleicht haben sie eine politische Führer, der vielleicht bereit wäre, mit uns anders umzugehen als die Hamas. Aber es gab viele vielleicht in diesem Satz. Eine interessante Entwicklung, die weniger geschildert, aber passiert, ist, dass die Amerikaner haben schon 4 Monate gesagt, die Palestinian Authority muss sich reformieren, so wie sie ist jetzt, kann sie nicht bleiben. Und in dieser Sache müssen die Amerikaner uns nicht fragen, weil das ist eine Sache zwischen den Amerikanern und die Palestinian Authority. Und es wird weniger berichtet, aber es scheint so zu sein, dass die Amerikaner Druck üben auf die PA schon jetzt. Und die PA macht schon jetzt Schritte in Richtung von Reform. Und ich sehe keinen Grund, das ist, für mich ist es eine gute Entwicklung. Ob es Bedeutung hat oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber die Möglichkeit, dass die Amerikaner kommen werden zu unserer nächsten Regierung und sagen werden, schaut, die
Palestinian Authority hat sich schon reformiert und ihr sollt dann mit denen arbeiten. Das kann sein. Ja, vielen Dank. Die zunächst mal letzte Frage ist, die lese ich auch vor. Mitglieder von Combatants for Peace, das ist eine gemeinsame Gruppe jüdischer und arabischer Israelis, sagen, wenn Israelis und Palästinenser einander zuhören und den Schmerz der anderen Seite spüren, wird es auch kreative Lösungen geben. Was steht dem sich kennenlernen entgegen? Und wie können Menschen aus dem Ausland helfen, aus den Verhärtungen herauszuhelfen? Du hörst, das ist eine klassisch europäisch-deutsche Frage, die aber natürlich von berechtigtem Interesse ist. Und vielleicht schließe ich meine eigene Frage an. Gibt es Erwartungen von unserer Seite, was wir hier in Deutschland tun könnten, tun sollten? Es ist eine ganz tolle Frage und ganz naiv und ganz irrelevant. Es gibt Gruppen, die zusammenreden und zusammen aktiv werden zwischen Israelis und Palästinensern. Die gibt es schon 40 Jahre oder mehr und sie haben keine Wirkung. Also die sind nett, die sind toll, die sind interessant. Ich kenne manche. Ich kenne persönlich auch einige Palästinenser, wobei nicht sehr viel. Das spielt keine Rolle. Das Konflikt existiert nicht, weil wohlmeinende Leute zueinander nicht zugehört haben. Das Konflikt existiert aus viel tiefere, profunde Gründe. Und es stimmt, dass wenn alle Palästinenser und alle Israelis aneinander zuhören würden, dann würden sie sehen, dass die Welt anders ist, als sie sich einbilden. Aber das ist genau zu sagen, dasselbe wie zu sagen, wenn es voll Frieden geben würde, dann gäbe es keinen Konflikt. Ja, also den Weg in Frieden, leider, schade, aber den Weg in Frieden geht durch die hartnäckige, die strenge Politiker, die keine Sterne in den Augen haben. Es ist eine Frage von Interessen und von Macht. Es ist nicht dass die Seiten miteinander reden, das spielt gar nicht. Also das Individuelle unter der Seite, das spielt. Also ich wollte niemanden, I'm sorry, ja, aber so ist es. Was können die Deutschen machen? Naja, speziell natürlich wir als deutsche israelische Gesellschaft, wir sind jetzt mehr gefragt, wir sprechen auch mit mehr Menschen als noch vor einem halben Jahr, also wir werden schon gehört, aber und natürlich machen wir solche Dinge wie heute Abend, wir gehen in Diskussionen, aber gibt es etwas Besonderes, wo du denkst, dass deutsche Europäer, europäische Freunde Israels etwas anders oder mehr machen könnten? Nicht, dass ich wusste, aber ich muss jetzt, ich erwähne jetzt das etwas, das ich gesehen habe aus meiner Forschung über diese israelische Siedlungspolitik. Nicht Gruppen von europäischen Individuellen, sondern Regierungen haben schon 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre, haben die Israelis gesagt, das, was ihr macht bei dieser Siedlungspolitik, ist falsch und es zerstört die Chance für die Zukunft. Das war eindeutig und immer gesagt. Aber es war nicht, normalerweise nicht gemeint. Also man hat den Israelis nu gesagt und dann hat man weiter also es gab immer wichtigere Sachen, die sich beide Seiten oder alle Seiten interessiert hatten als das. Und was ich dabei meine ist, dass manche israelische Politik sind wirklich zerstörerisch. Manche palästinensische auch übrigens. Also es ist nicht nur, wie ich gesagt habe vorher,
Das 100 Jahre Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser ist ein gemeinsames Projekt, auf dem beide Völker arbeiten zusammen schon 100 Jahre. Ja, das ist nicht nur die Israelis und nicht nur die Palästinenser. Und die Lösung ist nicht nur, wenn eine Seite sich die Meinung ändert, es wird beide Seiten ihre Positionen ändern müssen. Aber, having said that, ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn in dem Falle, wo die Israelis zerstörerische Politik machen, wenn unsere Freunde etwas dazu gemacht hätten und nicht nur ein bisschen gesagt hat, das ist schade, das ist, wir denunzieren es, und weil die Israelis haben sich gewohnt, ja, wir bauen weitere Siedlungen und die Europäer und die Amerikaner und die UNO werden alle sagen, das ist schrecklich. Und dann werden wir bauen. Und nach einem Jahr werden wir noch bauen. Sie werden da sagen, nu, das ist schrecklich. Also, sie werden reden. Das macht keinen Unterschied. Wenn unsere Freunde den Weg finden könnten, tatsächlich unsere Freunde zu sein, aber uns entgegenzustehen, wenn wir wirklich zerstörerische Dummheiten machen, dann wäre es vielleicht besser. Aber das ist auf der Ebene von Diplomaten und von Führung und von Regierungen. Auf der Ebene von Einzelnen und Gruppen, ich muss daran denken, aber leider an sich, ich bitte um Verzeihung, aber ich weiß nicht, was man machen kann. Vielleicht uns zu vertreten in unsere vielfältige Komplexität, das schon, dass man uns nicht sieht als einfache Monster, weil wir nicht einfache Monster sind. Wir sind komplizierte Monster. Ja, komm. Also der Punktlandung auch ein Schlusswort. Ich sag meinen dicken Dank gleich. Ich will nur auf zwei Sachen noch hinweisen. Erstens, in den Chat ist zweimal geschrieben worden, wo man sich die Briefe von Jakob, die er regelmäßig alle zwei, drei Wochen schreibt, bestellen kann, nämlich bei Herrn Kranstöber. Die E-Mail-Adresse ist ganz anders, aber die steht im Chat. Wir lassen noch ein bisschen offen. Sie können noch mal hochscrollen. Und das Zweite, wir haben die Veranstaltung, die Diskussion aufgezeichnet. Und unser wunderbarer Vorstandskollege Jan Kranefeld wird das in den nächsten Tagen, hat er hier schon angekündigt, auf unseren YouTube-Kanal stellen. Also Sie finden das über unsere Webseite, aber Sie können sich auch hier nochmal den Kontakt rausschreiben. Jakob, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, aber ich meine, ich will dir in einem Punkt widersprechen. Ich verstehe, was du meinst, aber als komplizierte Monster möchte ich dich jetzt nicht subsumieren, auf keinen Fall. Aber kompliziert ja, und die Meisterschaft darin, die Welt so sehen, so widersprüchlich zu sehen und auch manchmal so sprunghaft, die Geschichte, wie du übrigens gezeigt hast, einerseits die Ausweglosigkeit, aber dann doch noch einen Punkt zu finden, wo du sagst, es kann auch ganz anders kommen. Das zeichnet dich als Historiker und als Zeitgenossen aus. Also ganz herzlichen Dank. Und wir haben vor, sage ich jetzt mal privat, im Frühjahr nach Israel zu fahren. Und wir werden alles tun, um so kluge Menschen wie dich dort auch zu treffen und den Dialog weiterzuführen, weil darauf kommt es an. Also ganz herzlichen Dank an dich. Mach es gut. Alles Gute für euch. Und vielen Dank, dass ihr alle dabei waren. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.